Ich war wirklich ein Teufel und meine Eltern konnten nicht mit mir anfangen. Erinnert sich der italienische Komponist und Dirigent Alberto Caprioli und schmunzelt. Und damit ihr ältester Sohn weniger anstellt, schickten die Eltern zum Französisch- und Klavierunterricht. Da war er gerade 3. Mit 7 wollte er einfach Spaß an der Musik haben. Und, so Alberto Caprioli heute, ich war vielleicht ein bisschen zu faul, nur die Klavierübungen zu machen. Und ich habe immer daneben meine eigenen Stücke gespielt und auch vorgespielt, meinen Klavierlehrer natürlich. Und die haben gesagt, ja gut, aber Sie müssen auch doch die Übungen machen. Aber ich wollte immer meine Stücke vorspielen. Und dann plötzlich bin ich auf die Idee gekommen, dass ich jemanden brauche, der mir sagt, wie man komponiert. Weil ich komponiert einfach ganz wild, wie alle junge Leute, nicht? Und dann mit 13, 14 Jahren hatte ich schon ein paar lange Stücke für Klavier geschrieben, dann bin ich eben zu Franco Magola gekommen und er hat mir gesagt, jetzt fangen wir an, jetzt studieren wir die Harmonielehre und Kontrapunkt. Aber er war kein, zum Beispiel, wir haben oft ins Café gesessen, das war sehr lustig. Die erste Vorlesung war so, ich war in Parma, 16 Jahre oder 15 Jahre alt und der Maestro hat gesagt, ja, kommen Sie hinein und dann gesagt, was wollen Sie machen, ich möchte Komposition studieren. Und dann hat sie mich gefragt, hören Sie? Absolut. Und ich habe gesagt, was heißt das? Ja, erkennen Sie die Noten? Ich habe gesagt, ja, ich glaube schon. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt drehen Sie sich. Und er hat mir einen Akkord vorgespielt, sagen Sie mir die Namen der Noten. Und ich habe also die Noten getroffen, nicht? Und er hat gesagt, ja, dann brauchen wir kein Klavier. Dann gehen wir ins Café. Und er hat dort die Harmonielehre angefangen. Alberto Caprioli lernte bei Franco Margola aber nicht nur Harmonielehre. Er begeisterte ihn für neue Musik und wurde sein erster Kompositionslehrer. Unter Margolas Betreuung entstanden Alberto Capriolis Frammenti dal Diario. Der Komponist war damals 18 Jahre alt. Jetzt daraus das Fragment Nummer 3, Andante Adagio Robert Schumann. Alberto Caprioli verbrachte viele Mittwochnachmittage mit Franco Margola im Konservatorium, im Museum, in der Galleria Palatina oder im Café. Margola erzählte ihm vom Einfluss Debussys und Ravels auf die moderne Musik in Italien. Als 21-Jähriger schrieb Alberto Caprioli sein erstes Werk für Sopran und Orchester. Es trägt den Titel Abendlied und entstand nach einem Gedicht von Friedrich Hölderlin. Bald musste der junge Komponist jedoch feststellen. Niemand wollte ein Stück von einem jungen Komponisten dirigieren. Und da musste ich selbst mein Stück dirigieren, aber ich konnte überhaupt nicht dirigieren. Dann bin ich zum Professor von Orchester gegangen. Das war sozusagen einer meiner Vorläufer, weil jetzt ich bin Professor für Orchester. Und deswegen bin ich auch so gütig zu den jungen Komponisten, die zu mir kommen, die wollen ihre Stücke aufführen. Weil damals war wirklich sehr schwierig. Und die haben gesagt, ja, warum sollte ich hier Stücke dirigieren? Ich habe keine Zeit, das zu lernen, zu proben. Dann machen Sie selbst. Und er hat mir gütigerweise das Orchester zur Verfügung gestellt für ein paar Stunden pro Woche. Und er hat mich ein bisschen gelehrt, also wie man schlägt, was man macht. Das Stück war aber zu schwer. Wenn ich jetzt das schaue, für mich war es sehr schwer. Aber trotzdem bin ich gekommen, mit seiner Hilfe das Stück zu dirigieren. Und das war für mich wirklich eine schöne Sache, weil ich habe gesehen, was herausgekommen ist, wenn man schreibt für Orchester, wie man instrumentiert, welche Fehler da waren natürlich. Und es war wirklich eine fantastische Werkstatt für mich. Was nun seine Ausbildung als Komponist anbelangt, ist für Alberto Caprioli auch Camillo Toni von großer Bedeutung. Dieser lenkte sein Interesse auf die Verbindung zwischen der Musik und den anderen Künsten. An der DAMS, dem Dipartimento Arte Musica e Spettacolo der Universität Bologna, besuchte Alberto Caprioli Vorlesungen bei Umberto Eco, am Teatro Comunale di Bologna, Meisterkurse bei Karl-Heinz Stockhausen und Ravi Shankar.
An der Dams hat auch sein späterer Freund und Förderer Franco Donatoni gelehrt. Allerdings... Diese 15 Jahre habe ich Donatoni in meiner Stadt nie getroffen. Besser gesagt, nie treffen wollen, weil seine Musik war mir sehr fremd sozusagen. Und aber an einem gewissen Punkt habe ich gedacht, ich muss endlich ihn treffen. Und er gab einen Kurs in Avignon. Und an den ersten Tag hat er mich gleich gefragt, woher kommst du? Ich habe gesagt, aus Bologna. Und er hat gesagt, ist es möglich, dass ich dort 15 Jahre Professor war und ich habe dich nie gesehen? Und ich habe gesagt, ja, so ist es. Und ich habe gesagt, dann bist du total dumm. Da kommst du nach Avignon, um mich zu treffen und ich war 15 Jahre in deiner Stadt. Und ich habe gleich geantwortet, ich hatte Angst vor ihnen. Und natürlich hat er sehr gelacht. Einige Jahre später lud Franco Donatoni Alberto Caprioli an die Accademia Chigiana in Siena ein. Donatonis Studenten sollten seine Partituren analysieren. Er hat so angefangen. Alberto Caprioli schreibt eine Musik, die genauso entfernt ist von meiner Musik wie Nordpol und Südpol. Aber trotzdem habe ich ihn eingeladen. Ich weiß nicht warum, aber er ist da. Bitte zeige uns deine Partituren. Und das habe ich gemacht. Musik, die Alberto Caprioli seinem Freund Franco Donatoni gewidmet hat. Ein Ausschnitt aus Alla Dolce Ombra. Wirklich großen Einfluss übte der Komponist Salvatore Sciarrino auf Alberto Caprioli aus. Ihn beeindruckte der neuartige Klang von Sciarrinos Kompositionen und dessen akribische Erforschung ungewohnter Klangbilder mittels neuer instrumentaler Spieltechniken. Hinsichtlich dieses letzten Aspektes gehörten auch Bruno Maderna und Luigi Nono zu den großen musikalischen Vorbildern von Alberto Caprioli. Luigi Nono habe ich nur zwei oder dreimal getroffen. Seine Musik war mir sehr bekannt, aber ich war noch nicht reif, ihn zu treffen. Und ich kann jetzt das sehr gut verstehen. Es gibt musikalische Welten, die sich nur in der Musik treffen und nicht unbedingt persönlich treffen müssen. Und das ist wirklich eine Tatsache. Es gibt viele Persönlichkeiten. Zum Beispiel, als Schumann die Genoveva geschrieben hat und plötzlich kam Hebel zu Schumann, um ihn treffen zu dürfen. Und die beiden sind total stumm geblieben und sie haben einfach nichts gesagt. Nur auf Wiedersehen und das war's. Und ich glaube, es gibt Momente im Leben, wo man einfach nicht das Persönliche braucht, sondern das Künstlerische, das Musikalische. Luigi Nono starb 1990, an dem Tag, an dem Caprioli gerade die letzte Note eines neuen Stückes schrieb. Es ist ein Sextett mit Pierrot-Besetzung, also Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Cello und Klavier. Georg Trakls Gedicht »In Venedig« hatte ihn zu diesem Werk inspiriert. Stille in nächtigem Zimmer. Silbern flackert der Leuchter vor dem singenden Odem des Einsamen. Zauberisches Rosengewölk. Caprioli hat das Stück »Vor dem singenden Odem« alla Memoria di Luigi Nono genannt.
Ein Ausschnitt aus »Vor dem singenden Odem« von Alberto Caprioli mit dem österreichischen Ensemble für Neue Musik Salzburg unter der Leitung des Komponisten.